ist EU4-Experte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Schon wieder die spielen heute irgendwie halt nur vier verschiedene weg. Teams, das oder was? Immer der mit seinem Eiswurm. Hi. Mir ist immer noch heiß. Ich bin Prodos. Ich spiele jetzt Mars Phoenixes. Ich spiele einfach jetzt eine Folge ohne Warpgate. So wie Jormun ohne Wall gespielt hat. Das ist noch was ganz anderes. Ich möchte jetzt eine Folge ohne Warpgate spielen. Gegen Doppelzerg, das ist kein Heiler mehr. Aber man muss ja auch öfter mal was Neues machen, sonst ist das Spiel ja langweilig. Ich finde das schön, wie wieder parallel losscouten gehen. Leider immer noch nicht olympisch. So synchron scouten. I got the power! Ach, immer diese Agathe. Boah. Da kommt Overlord. Das waren die Oma viel ins Klo Songs. Das war auch eine Zeit. Geh mal nach rechts mit deiner Probe Zaug. Dann können wir mehr Coverage hier. Das ist ein relativ früher Pool, aber kein Early Pool. Sometimes, der ist genauso Angel. Sometimes. Man nennt ihn auch Zahl Kelly. Zahl Kelly, genau. Der verlorene Bluter der Lella. Der verlorene Bluter! Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die beste Folge ist, um ohne Warpgate zu spielen, wenn die beide. Ja, habe ich auch, aber. Aber keine Hexe. Wir haben beide noch keine Hexe. Ja, eben. Das ist, also ich habe das aber jetzt gesagt. Das muss ich auch durchziehen, nicht? Nicht? Ja, dieses nicht. Habe ich mir sehr angewöhnt. Ich finde es auch schön. Ja, ist gut jetzt. Mein Gott, nee. Das ist Shui Kelly in the Family. Ja, schön für ihn. Also war ja offensichtlich nicht schön für ihn, hat er ja erzählt. Verstehe ich nicht. Man hat Erfolg, was gibt es Besseres? So. Wo fährst du denn hin? You should not far in the void. Was ist das denn hier? Ein Roadshorn. Relativ früh. Also mit relativ früh meine ich unglaublich früh. Gefällt mir das. Da mache ich jetzt keine Adepten mehr. Oh, da sind schon die Linge. Da sind schon die Linge. Wollen unsere Echsen töten. Ha, wir haben einfach keine. Die sind einfach besser als... Warum habt ihr euch jetzt committed? Ich wollte doch, dass ihr das nicht tut. Gemietet? Committed. Nicht gemietet. Wen sollen sie denn mieten? Das war das, worauf die Frage hinausläuft, Gurix. Okay, offensichtlich habe ich einen leichten Delay hier. Das gefällt mir nicht. Wo ist jetzt der Chronoboost hin verschwunden? Was habe ich jetzt gechronoboostet? Ich weiß es nicht. So, also mein plus 1 Tech-Upgrade ist halb durch. Ich konzentriere mich hier erstmal auf die Normal-Signs. Dafür ist das erste Stargate noch lange nicht da. Stargate, Schmargate, sag ich mal. So. Könnten ja auch Protoss-Mech spielen. Wir spielen Protoss-Mech. Was ist denn Protoss-Mech? Immortals und Ehreinheit. Der Griff wurde von Rotterdam geprägt. Jetzt habe ich echt gleich plus 1 Air-Attacks ohne eine einzige Flugeinheit. Ohne eine ohne ein Fliegeding, ne? Ja. Naja. Hilft ja nicht. Wir bauen trotzdem nochmal einen Stalker, oder? Ich bin halt jetzt auf Roaches gespannt. Your upgrade is done. Ja. So, mein Upgrade ist durch. Ich wollte ja eigentlich auf Phoenixes gehen, ne? Naja, ich baue jetzt erstmal ein Void Ray for the Safety. Ja, ist ja gut jetzt. Mein Gott, was hat man denn diesem Rock schon wieder gegeben? Weil das ist California Games. Ist ja schön für die. Da war ich noch nie. In Kalifornien.
Warst du schon mal in Kalifornien? Nein, aber ich kenne das Spiel. Das ist nämlich auf dem Super Nintendo und auf dem Mega Drive damals. War das eine richtig heiße Nummer. Ja, habe ich auch immer damals, als ich meine Super Mega Drive Phasen. Super Mega Drive! Mini! Super Mega Drive Mini! Mach den fertig! Ja, ich hätte lieber direkt dahin fliegen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Auf geht's, Monsieur Gorix! Auf geht's, Monsieur Gorix! Auf geht's, Monsieur Gorix! Monsieur Gorix! So steht er auch in meiner Fankurve. Der Snagorix offizieller Song, ja, für Fan. Monsieur Gorix Song. Erster Fußballclub Gorix. Ziemlich frühes Infestation Pit, würde ich mal behaupten. Vier Banelinge. Motorfehlfunktion. Kann man ja auch mal bauen. Ja, mit Banelinge bin ich gespannt, wie weiterkommt. Vor allem mit Vieren. Vier Banelinge in der Eco-Line können schon einige tun. Ja, das stimmt, aber sie sind in seiner Eco-Line. Ja, dann gibt's Freddy Fire ein. Also nicht dieses Rotz-YouTube-Event. Weil Tanks schießen ja auf The Own, Dudes, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Oder Monsieur, Monsieur Starkrefts? Im Gegensatz zu, Widowmines in eigene Widowmines. Oder Disruptor in eigene Disruptor. Nein, das funktioniert. Das ist sowieso, dass das alles so unterschiedlich ist. Dass das alles so unterschiedlich ist, ist schon irgendwie interessant, ne? Aber gut, es ist halt Harald Bellings in Gründen. Hatte Dude da. Hat er, was und ja, was hat er da? Hat er da, oder hat er da, was sonst keiner hat. So, ich müsste jetzt eigentlich mal eine dritte nehmen, aber meine Armee sagt irgendwie so nee. Ja, meine auch. Neides! Wo? Weiß ich nicht, wahrscheinlich meine oder deiner Main. Guck mal in deine Main. In meiner Main nicht. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da, ja, in deiner Base. Swarmhouse. Er ist jetzt nicht. Sieh deine Worker weg, genau. Und du wirst gleich einen neuen Nexus bauen dürfen, aber macht dir nichts. Nee, weil ich ihn ablenke. Gucke dir an, wie dumm er ist. Ich töte jetzt mal alle Overlords, die ich so finde, damit wir irgendwie da vielleicht zu schlauen Situationen kommen können. Bin ich echt so Plylock hier gerade hart? Jetzt ist er unten irgendwo. Ne, hier ist er. Ah nein, ich war leider zu lahm. In der Tat. Ich hätte die Chance gehabt zu liften, aber ich... Wie Uschiglas. Ich war halt kein Gewichtheber. Hier ist der nächste Neides. Drauf mit den Workern, Zalrock! Ich kann gerade nichts ranwarpen. Swarmhouse dürfte er da nicht ausladen können, doch ein. Und der macht zwei Eier. Währenddessen wieder vorne hier, vorne hier, vorne hier, vorne hier. Warum bin ich so flyblocked? Wo ist denn der Dings? Da. Mach die Eierwerfer kaputt. Jawohl, du bist der beste Eierwerfer-Zerstörer von der Welt. Das haben leider einige überlebt, aber... Teleportation erfolgreich. Ja, mein Nexus wird jetzt leider sterben. Warum sind denn diese beschissenen Phoenixes schon wieder nicht hier? Ich verstehe es nicht. Ich habe den Overlord gefunden. Ja, den hatte ich auch schon gefunden, aber meine Phoenixes wollen die nicht töten. Wo ist meine... Wo die holländische... Oder eine Expansion. Die Kandel. Alter, wahrscheinlich jetzt wieder unten. Nee, Mitte. Mitte kommen, Linge. Du musst halt, ich kann halt nicht warpen, ne? Meine Base bitte, Zalrock. Und deine auch. Und währenddessen deine Mainbase evakuieren. Und dann müssen wir gegenpushen. Zalrock, hilf mir doch hier bitte. Ich musste gerade meine Einheit auch. Ja, schön. Schön, dass du deine Einheiten gerettet hast. Beziehungsweise hast du ja trotzdem alles verloren.
Ich kann meinen Friends nicht helfen, weil sie müssten sich eigentlich selbst helfen. Ja, das die helfen sie nicht. Auch selbst, aber... So, push, Zalrog. Das ist schon wieder ein Spielstil, das krieg ich push. Pushst du jetzt? Ja, ich... Alter! Ja, ich bin quasi beim Gegner, ich will jetzt gerne angreifen. Reicht, wenn du einmal sagst und dann die Fresse hältst, Mensch. Klaus Kinski ja, hatte halt recht. Ja, aber du kommst ja nicht. Du bist ja immer noch nicht auf dem Weg. Früher hätte man die Peitsche genommen und dir eigentlich Fresse schickt er einfach nur seinen War Prism in den Tod, anstatt irgendwie nach, mit allem nach vorne zu rennen. Ja, warum laufen die nicht? Ja, das frage ich dich doch fünfmal. Ja, die hätten warum deine Einheit nicht laufen sollen. Das ist nicht meine Schuld. Nö, deshalb sage ich dir auch achtmal, ey, nicht deine Einheiten Schuld. Laufen nicht, aber... Aber ich bin der Buhmann hier. Jetzt kommen nochmal Zaloks Einheiten. Wenn wir die gerade eben schon im Fight gehabt hätten, hätten wir, glaube ich, ganz gute Chancen gehabt. Ich habe jetzt nur noch Immortals. Ich hoffe, du hast auch irgendwie Detection, weil irgendwo sind da auch andere Einheiten, ne? Also so Lurker nennt man sie. Sicher oder gespürt? Ja, sicher. Also ich weiß nicht, ob wir sie alle getötet haben, aber es waren gerade irgendwo Lurker. Also hier sind keine Lurker, hier ist nur alles andere. Zalrog, rette doch bitte was. Die Dinge sind jetzt nicht so geil gegen mich. Währenddessen ist meine Friendos Base under attack. Wo bist du? Ich hab nur diese Immortals, das habe ich doch achtmal gesagt. Kannst du mal angreifen mit Wasserpistole jetzt? Jetzt habe ich mich auch noch verwarpt. Ich kann ja nicht warpen. Ich habe mich verwarpt. Oh, Ultras. Nein, das sind Rocks. Nee, kannst du nicht mehr recallen. Ist zu spät. Wo sind denn meine ganzen Immortals, die ich hier so baue? Ja, das Spiel ist scheiße. Kann man nicht irgendein anderes spielen? Ja, dazu musst du nur performen. Wenn du mal performst, können wir das auch machen. Macht keinen Sinn. Du kriegst keine Performance, wenn das Spiel schon auf den Sack geht. Da kriegst du eher genau das Gegenteil von Performance. Du Rock, hast du noch was? Ja, ich schick gleich meine 4 Stalker dahin. Ja, wär hilfreich, tatsächlich. Weil dann hätten wir das, glaube ich, gehalten. Weil das Problem waren die Linge hier. Jetzt können wir die Ultras halt auch nicht mehr töten, weil meine Immortals tot sind, weil die, ne? Ah, das hätten wir nicht verlieren müssen, Cyrock. Ja, war aber auch ein Kackspielstil von dir. Aber du wolltest mir auch nicht helfen. Ja, nicht wenn du so nervst. Nicht wenn du so nervst. Weder hinten bei der Verteidigung wolltest du mir helfen, noch vorne beim Angriff. Ohne Mechkern wäre das viel besser gewesen. Aber so ist das mit dem Gurok. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts, ihr müsst vorklicken. Und habt euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.